Nun, komm mal zurück ein bisschen. Mach mal bitte hier ein bisschen Platz noch zurück. Mit einem Menschen. Ich habe überhaupt nicht die richtige Brille mit. Was mache ich denn da? Na, ich gebe mir Mühe. Das ist das Einzige, was man in dem Fall machen kann, oder? Na, dann wollen wir mal. Ich habe eine Aufgabe, dir ein Orden zu verpassen, weil du das immer so schön organisierst. Oh, okay. Das geht nicht von der Dann machst du ab. Dann komm du. Und damit habe ich schon fast mein Thema verraten. Aber erstmal muss ich Danke sagen fürs Kommen und dass ihr alle gekommen seid, ihr Kinder, Kleine und Große, das freut mich ganz besonders, denn ich war schon lange nicht hier. Habt ihr mich überhaupt schon mal kennengelernt? Nein! Na dann wird's aber Zeit. Schaut mal, was ich mitgebracht habe. Große Märchen. Große Märchen. Ein großes Märchen. Und so ein großes, wer hat denn zu Hause so ein großes? Nein, das hat gar keiner, nur die Märchentante. Und das sind heute. Und da lese ich euch ein Märchen. Wollt ihr das hören? Ja! Die Seite ist nicht ganz so schön. Da muss ich doch noch ein anderes mehr. Ja, hier ist es richtig. Die Nixe des Meeres. Ich liebe es, beim Sonnenuntergang auf einem Felsen am Meer zu sitzen. Die untergehende Sonne zaubert eine herrliche Kulisse und spiegelt sich im Wasser. Das ist Wellenrauschen. Und regt die Fantasie an. Ja. An diesem Abend tauchen gerade die letzten Schalen ins Meer. Und ich konnte beobachten, wie golden das Meer glänzt. Und darüber lag ein leichtes Rot. Es flimmerte die dunkle Nacht herüber. Mama. Ja. Mit ein paar Augenblicke, dann war die Sonne im Meer eingetaucht. Das Wasser zu meinen Füßen färbt sich silber. Da, weil wir hier kein Wasser haben, so ein großes Meer, habe ich jetzt blaue Lichter wie das blaue Meer hingelegt. Das soll das blaue Meer symbolisieren. Ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, du sitzt auf meinem Stein. Höflich bat ich dich zu mir. Als sie zu mir heraufkam, entdeckte ich etwas Seltsames. Ja, das hübsche Mädchen bewegte sich auf einem Fischschwanz. Man nennt sie die Nixe des Meeres, das Putzmann. In ihren langen, glänzenden Haaren hatte sie eine Perlenkrone. Die kleine Nixe erzählte mir von einer Muschel, die zu ihr im Reich kam. Hier schön bei mir, dann kann ich es am besten hören. Bei Papa hörst du nichts mehr. Der hat dahin seinen Platz gefunden. Sie erzählte aber auch vom Reich des Grafen. Sie kennt ihr einen Grafen? Ja! Das dachte ich mir. Der in dem dunklen Tiefen des Meeres wohnt. Und er ist ein böses Tier, ach Marc. Im Meer der Nixe sind alle Tiere golden und sie sind den Menschen sehr wohlgesonnen. Sie, die Nixenprinzessin, leben, wo es geht, aber oft werfen die Menschen Unrat ins Meer. Aufräumen, die Nixe ist gut. Ja. Manchmal helfen gute Menschen, das Meer zu säubern.
Und denen schenkt Gott die Nixe eine goldene Muschel als Dank. Ich versprach meinen Freunden auch zu helfen. Und sie, ich möchte dir so viel goldene Muscheln holen, wie du für den guten Menschen als Belohnung brauchst. Ein ist mir, schaute noch einmal zurück. Morgen, im Sonnenaufgang, komme ich wieder. Und nun war die Sonne gänzlich in mir verschwunden. Am nächsten Tag saß ich wieder zum Sonnenuntergang auf einem Stein. Ich schaute das Meer an. Und plötzlich wurden die Wellen riesengroß. Es blitzte am Horizont. Und noch ein Blitz. Und dann donnerte es wie im Gewitter. Und vor uns hatte die Nixe goldenen Perlen und Muscheln zum Verteilen für euch. Schaut, das ist die Nixe. Für jeden hat sie etwas. Dafür, dass ihr so eine schöne Muschel bekommt, müsst ihr mir aber versprechen, keine Steine mehr in den Graben und in den Fluss und in das Meer und in den See zu schmeißen. Vorsicht. Könnt ihr das? Ja. Ich weiß, Steine schmeißen macht Spaß. Aber die Kullern alle bis zum Meer und die Nixe hat das ganz viel Arbeit und das wollt ihr auch. Oder? Und wenn alle Kinder eine Muschel haben, dann gibt es auch noch Perlen. Die dürft ihr euch aussuchen. Und man sagt, eine Perle ist eine Träne der Nixe. Wenn ihr zu Hause seid, dann schaut euch die Muscheln nur an. Legt sie auf euren Nachtschrank. Schlaf zufrieden ein. Ganz wieder. Darf ich auch mal reinfassen? Nein, den Mund darf man nicht stecken, darf man nicht stecken. Nein. Nein. Ich hör dich ja.